Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Astner, Tittmanninger, Kirchheimer und Kaya, liebe Schwestern und Brüder, die ihr zuschaut von nah und fern. Heute möchte ich euch von der Träne des Baums erzählen. Die Träne des Baums, das ist das Harz, das herausfließt und wir verwenden es als Weihrauch. Es gibt im Orient bestimmte Weihrauchbäume, die dieses Harz liefern. Die Träne des Baumes ist für uns ein Wohlgeruch, auch wenn das nicht alle glauben. Aber es ist trotzdem so. Und wir verwenden es vor allem als Christen für unseren Gott und bei unseren Gottesdiensten. Schon wie ich ein kleiner Ministrant war, habe ich in der zweiten Klasse vor der Erstkommunion bereits angefangen zu ministrieren. Und da haben bei uns am Sonntag um 9 Uhr beim Pfarrgottesdienst immer Erwachsene ministriert. Der eine war Steuerberater, der andere, der war irgendein hoher Beamter. Und so hat mich das immer sehr beeindruckt. Vor allem, wenn sie vor mir, dem kleinen Ministranten, der nur eine Fackel in der Hand halten durfte, mit dem Weihrauch geschwungen haben und es auch ganz toll hingebracht haben. Da habe ich mir immer gedacht, dies möchte ich auch einmal. Hoffentlich brauchen sie mich dann immer noch als Ministrant. Und so bin ich irgendwann selber der Rauchfassträger gewesen. Den Weihrauch kennen wir eigentlich nur von diesen kleinen Körnern, die ich hier habe, oder von diesen kleinen Tabletten, die es mit verschiedenen Zusatzgerüchen gibt. Diese kleinen werden vor allem in der orthodoxen Kirche verwandt und dort kann man schon ein Fest am Geruch erkennen. Der Rosenduft oder Lilienduft wird mehr an Marienfesten verwendet und dann gibt es ganz verschiedene Düfte, die ich gar nicht alle weiß, die dann an den einzelnen Herrenfesten verwendet werden. Der Weihrauch, wenn verbrennt, er steigt nach oben in der Regel. Er steigt nach oben und das soll uns daran erinnern, dass unsere Gebete, wie es im Psalm heißt, aufsteigen sollen zu Gott wie Weihrauch. Und zugleich erinnert der Weihrauch, wenn er ein bisschen mehr raucht als wie diese paar Kügelchen, verhüllt den Kirchenraum in einen leichten Rauch. Und dadurch werden wir bereits erinnert an die Wolke, die dem Volk Israel vorangezogen ist. Gott ist zugegen, möchte uns dieses Zeichen sagen auf ganz einfache Weise. Gott umhüllt alles. Gott gibt allen seine Gnade, seinem Segen. Der Weihrauch darf also an uns erinnern, dass unsere Gebete aufsteigen sollen wie Weihrauch und erinnert auch an Gott. Kommt nun der Weihrauch auch in der Bibel vor? Ganz sicher. Denn es wird immer wieder von Rauchopfern gesprochen, die im Tempel dargebracht werden. Und in einem Psalm heißt es, Brand- und Rauchopfer will ich nicht, sondern ich will ein zerknirschtes Herz, einen Geist, der sich für Gott öffnet. Darauf verweist auch der Weihrauch, dass wir zur Umkehr bereit sein sollen. Im Neuen Testament finden wir den Weihrauch zunächst einmal ganz am Anfang im Lukas-Evangelium. Gleich im ersten Kapitel, da geht der Zacharias, weil er von seiner Priesterklasse vorhergesehen worden ist, in das Allerheiligste des Tempels, um dort Weihrauch aufzulegen. Das dürfen wir uns nicht so vorstellen wie bei unseren Gottesdiensten, dass man nur eine Handvoll Weihrauch, ein paar Breckerl Weihrauch reinwirft, sondern das war eine ganze Schale, die auf eine große Schale mit glühenden Kohlen geworfen ist, sodass der ganze Raum vom Weihrauch durchdrungen war. Und so hat es auch auf dem Tempelberg tagtäglich Rauchopfer gegeben. Das war auch gut so, denn bei diesen vielen Tieren, die dort verbrannt worden sind auf dem Tempelberg, war ein sehr unangenehmer Geruch
Und da brauchte man viel Weihrauch, um den zu übertünchen. Der Weihrauch, er möchte uns auch sagen, dass Gott bei uns ist, dass wir uns immer an ihn wenden dürfen. Der Weihrauch wird Symbol als Wohlgeruch Gottes. Er soll, wenn wir ihn einatmen, uns da auch Gott sozusagen einatmen lassen durch unsere Gebete, durch unser Tun in der Heiligen Liturgie. Liebe Schwestern und Brüder, so wollen wir uns auch dem zuwenden, zu dem der Weihrauch aufsteigt. Wir wollen gemeinsam unser Abendgebet sprechen. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht Gott der Dreieine, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete und gute Nacht. Und auch heute wollen wir wieder singen. Wir singen die Nummer im Gotteslob 776. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns erbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns erbindet und Leben schafft. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsere Welt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein. Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den anderen liebt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Ich wünsche euch allen eine gesegnete und gute Nacht und jetzt noch einen schönen Abend. Fertig.